So, unser Gärtner war da und hat einen Sack mit Hühnerfutter gebracht. Und ihr glaubt nicht, was das kostet, ne? Ein Sack Hühnerfutter kostet 700 Helle. Das sind 22, 23 Euro. Aber der Hühnerbesitzer sagt, er würde nicht so viel füttern, weil die Hühner alles im Garten fressen, ne? Aber ich habe im Internet gesehen, man muss trotzdem zusätzlich immer füttern. Keine Ahnung. Also wir werden mal gucken. Ein Sack Hühnerfutter würde für uns einen Monat ungefähr reichen. Kommt halt darauf an, wie viel wir füttern. Er fährt jetzt nochmal, ja, er hat noch zwei Gänge zu machen. Einmal will er natürlich noch mehr Hühner holen und zum anderen wollen wir jetzt die Schafe auch betrachten. Dafür muss mein Mann aber nochmal sein Okay geben. Er muss sich die angucken. Und genau, das ist aber in Arbeit. Er ist schon in Kontakt mit den ganzen Leuten. Die wollen aber richtig viel Geld haben. Also er hat gesagt, da, wo er herkommt, kosten die 300, 3000 Teller, also ungefähr 100 Euro, 90 Euro ein Tier. Und hier kosten die um die 7000. Das sind 220, 230 Teller pro Tier. Das ist natürlich richtig teuer, ne? Naja, müssen wir mal schauen. Also ich würde mal sagen, wir lassen uns da mal überraschen. Ja, mal sehen. Er hat auch schon mit einer Kuh angefangen. Ne? Ich will ja auch eine Kuh haben. Nee, aber mein Mann streikt. Ne? Kuh geht nicht. Also erstmal mit Schafen und dann gucken wir mal weiter. Ja, da bin ich echt gespannt. Also erstmal die Hühner. Der Hahn, der hat ordentlich gegessen, hat das ganze Brot aufgegessen, was ich ihm da hingeworfen habe. Und er hat ist jetzt auch beim Futter und ja, also da müssen wir gucken, wenn die nachher kommen, dann weiß ich nicht, was er dann da bleibt er da jetzt drin und er holt noch mehr von den Männern und dann weiß ich nicht. Also er sagt, wenn viele da sind, dann hauen die auch nicht ab, aber die Hühner müssen wohl im Stall. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Lass das auf mich zukommen. Ihr merkt, ich bin sehr aufgeregt. Ne? Ich bin sehr aufgeregt. Ja. Naja. Schauen wir mal. Strom ist wieder da. Ein Glück. Alhamdulillah, ne? Weil ohne Strom habe ich kein Internet und mein Akku ist auch nicht besonders voll und den kann ich jetzt auch nicht aufladen. Ich euch jetzt hier erstmal hinstellen. Wir müssen uns doch ein bisschen unterhalten, Mensch. Ihr müsst doch meine Aufregung mit mir zusammen erleben. So. Ui, dann können wir gleich. Nee, können wir nicht. Mein Buch ist oben. Keine Lust, da oben zu laufen. Wir werden jetzt nochmal das hier alles in grün machen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Brille. Und ihr müsst ein bisschen höher, weil so seid ihr relativ tief. Und da seht ihr ja gar nicht so richtig was. Da können wir uns ja nicht mal von Face to Face angucken. Deswegen stelle ich euch mal auf meine Gewürzdose hier. Wetter ist wieder richtig warm geworden, ne? Ich sag's euch. So. Genau, also. Teller für einen Sack Futter, ne? Ich glaube, ich spinne. Hat's anschreiben lassen erstmal. Mal gucken. Nicht normal, ne? Er sagte ja 600 und inzwischen ist schon 700. Oh nee, ich habe das Band angeschnitten. Ich Idiot, oh Mann. Oh nein. Egal, ne? Ja, so spinnen wir hier unsere Träume, ne? Von der Schafzucht und wir überlegen ja jetzt, wie viel wir holen. Und ich muss jetzt meinen Mann auch nur langsam daran, weil der will ja eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, ich nehme nur Kurbanlück, also nur für die Schafe, also für die, ne, fürs Fest. Und jetzt wollen wir aber ein paar mehr haben. Wir wollen auch dann züchten, also wir wollen ein Männchen, ein Weibchen. Und dann, ja. Hier ist auch richtig viel Gras jetzt gewachsen. Das können die alles essen, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Ja, Mensch. So. Wo haben wir das jetzt festgeklebt? Das habe ich in der Aufregung jetzt vergessen. Also, so war das. Und dann, genau, dann muss das so geklebt werden, ne? Ja, oder nicht? Das Band muss dann auch nochmal da oben hin. So war das. Ich kann das eigentlich auch hier so dran kleben an der Seite. Das reicht ja auch.
Also erstmal hier oben, irgendwie juckt mir alles jetzt. Also das, ich weiß ja auch nicht, ob der Mann immer so das Ilatsch, also diese Milbengeschichten, oder ob er das mal immer so richtig macht. Man weiß es nicht mehr. Also eigentlich müssen wir da noch mal so ein Zeug holen, wie die Flöhe und Milben und so bei den Hühnern. So. Ich hoffe, nicht klebt das überhaupt. Da habe ich jetzt auch noch mal einen Zweifel. Das klebt jetzt nicht so fies wie das andere hier. Ich glaube, das könnte ein wenig knifflig werden. Ja, ich. Das ein bisschen weiter runter klebe hier, dann kann ich das auch immer noch benutzen. So. Das wäre das eine. Und ich muss hier aber einmal rum, sonst hält das nicht. Oder ich kann das auch hier an der Seite. Ne, das geht nicht. Ich muss hier rum, weil sonst habe ich die Stabilität nicht. Aber so viel Stabilität brauche ich eigentlich auch nicht. Das reicht bestimmt, wenn ich das so mache. Einmal da. Da sieht es schon scheiße aus. Kann ich nicht einfach das Durchsichtige machen, aber das sieht man auch, ne? Nee, ich mache das jetzt einfach. Oder soll ich einfach das Durchsichtige nehmen? Das sieht man auch. Durchsichtig oder nicht durchsichtig sieht man alles. Klebe das jetzt noch mal einmal hier an der Seite. Dann reicht das. Es ist ja fest. Runterfallen kann es ja nicht. Es hängt hier ja. Ne? Da ist aber eine Lücke. Was ist denn das hier für eine Lücke? Hier habe ich diese. Ich habe hier diese Löcher alle. Ich weiß ja nicht, was das für Löcher sind, aber nicht, dass das Mikrofon ist oder so. So. Das ist kurz. Und das sieht man auch, egal ob ich es oben klebe oder unten, man sieht das immer. Nee, das mache ich nicht so. Kann man das nicht hier so festknoten? Aber nee, kann ich nicht, weil ich kriege das ja hier nicht raus. Das ist ja das Ding. Oh, es juckt irgendwie, ne? Ich hoffe, die haben keine Flöhe oder so, aber die kommen ja nicht zu Menschen. Eigentlich kommen die nicht zu Menschen. Ich habe mich gerade von den Flöhen befreit und dann kommen die jetzt wieder, ne, mit den Hühnern. Ja, so geht es doch auch. Guck mal. So, dann brauche ich nicht nochmal ein Klebeband nehmen. Weil das hält ja hier, hoffe ich. Das kann ja gar nicht ab, weil das ist ja innen drin mit dem Handy dann. Theoretisch kann das nicht ab. Theoretisch. Denke schon, das muss reichen. So geht das. Ne? Genau, so geht das. So lassen wir das. Dann kann das alles weg. Schrauben. Dann will ich noch mal gucken, ob ich das nicht doch im Badezimmer ankriege mit dem Regal. Hier, ich habe Hunger. Ich muss irgendwas essen. Gleich läutet es zum Dingsgebet. Und die muss ich noch mal waschen. Es würde jetzt auch richtig schön trocknen in der Sonne, obwohl es ist schon Nachmittag, ne? Vielleicht auch nicht. Irgendwie ist diese Scheiß-Tür kaputt. Ich krieg die nicht mehr richtig auf, ne? Ich habe Angst, dass ich die jetzt total kaputt mache und nicht wieder zukriege. Naja, also ich gehe jetzt einmal in den Garten und versuche, ein bisschen Erde wieder herauszuwühlen.
um die Geranien einzupflanzen. Hier, guck mal, die haben nämlich richtig schöne Wurzeln bekommen. Mein Mann hat das ja auch da ins Glas getan. Mein Mann, die Hand von meinem Mann ist einfach pflanzbegabt. Nee, der hat einen grünen Daumen und da gehen alle Pflanzen blühen. Er hat gesagt, wetten, dass das was wird. Hat er gewonnen, die Wette. Jetzt werde ich mal versuchen, irgendwo Erde herzubekommen, um die einzupflanzen. Aber meine Geranien, die ich da hinten rausgeholt habe, die haben auch, also diese Stämme, ne, die die Hunde kaputt gemacht haben, habe ich ja ins Glas getan, die haben auch schon teilweise Wurzeln, aber noch nicht so richtig. Möchte ich nur wissen, wo ich hier jetzt Erde herbekomme, so richtig, dass die mir auch was werden. Soll ich die hier machen, versuchen rauszuholen? Ich kann ja mal gucken, ob das hier was wird. Ich habe mal so einen Löffel geholt. Das ist hier aber sehr hart alles. Und alles auch voller Steine. Also das ist nicht gut, glaube ich. Ich glaube, ich müsste mal da hinten hin. Wieder. Hahn. Der ist da im Gange. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er jetzt damit vorhat. Er holt ja noch mehr von denen, also keine Ahnung, wo er die dann alle hintut. Wir werden es erleben. So, euch kann ich ja mal hier hinstellen. So. Gar nichts. Wieso seid ihr denn auf den Stein fixiert? Da müsst ihr hin. Ne? Dann mache ich euch aus. Also den. So, dann so ist besser.
Und dann hoffe ich mal, dass das was wird hier. Es riecht so gut, ne? Frische Geranien riechen immer richtig gut. Ich müsste eigentlich so zwei Löcher noch reinmachen oder so. Und dann so ein Übertopf, aber egal. So. Jetzt einmal ein bisschen Wasser rein. Und dann muss ich mal überlegen, ob ich den Großen auch schon einpflanze. Und wenn ja, in was? Diesen Stamm da. Gucke ich mir gleich mal an. Ich habe eben mir einen Toast gemacht mit dem Fladenbrot. Das habe ich in meinem Backofen hier einmal warm gemacht und habe ich gegessen, während ich Gada geguckt habe. Ja. Genau, ein bisschen was habe ich jetzt reingemacht, nicht so viel. Und dann, wo stelle ich das jetzt hin? Es muss jetzt eigentlich an einen Platz, wo Licht ist, ne? Und das sieht ja jetzt auch nicht so schön aus hier mit diesem Topf. Es muss auch alles hier drin bleiben, weil die Hunde machen mir ja alles kaputt, ne? Gut. Weiß ich auch noch nicht, wo soll ich das jetzt hinstellen? Irgendwo da, wo Licht ist, natürlich. Ich stelle das erstmal hier mit hin. Auf den Kaminsims und werde mir jetzt diese hier mal angucken, wie die aussehen. Ob die auch schon richtig viel Wurzeln haben. Wenn nicht, dann lasse ich die noch ein bisschen drin. Ne? Stinkt schon wieder, ich muss Wasser tauschen. Ja. Noch nicht wirklich, ne? Hier, der hat Wurzeln, der kommt hier, aber hier kommt noch nichts raus. Leider. Das hier hat Wurzeln, der hier. Den könnte ich einpflanzen. So ein bisschen jedenfalls hat der, aber huch, ihr seht ja nichts, aber die haben noch nicht wirklich, leider. Deswegen, die lasse ich noch im Topf, das heißt, das kann ich noch nicht einpflanzen. Weiter. Das wird schon, inshallah. Die blühen ja alle. Also irgendwann werden die sicher Wurzeln bilden. Also der hat schon, den könnte ich theoretisch einpflanzen, aber ich warte da auch noch mal ein bisschen. Und der hat auch noch keine. Und der auch nicht wirklich. Deswegen alles noch mal drin lassen. Das war's dann erstmal. Das habe ich mit dem Löffel gemacht, Leute. Habe ich den hier mit hergenommen, oder? Ja. Gut, dann stelle ich das noch mal auf den Kaminsims wieder. Jetzt habe ich das ganze Ding schmutzig gemacht. Egal. Und die, also muss ich auch mal gucken, die hier sind nicht so gut gelungen. Also die fühlen sich ja nicht so wohl auf dem Kaminsims. Vielleicht haben die da zu wenig Licht, ne? Kann alles sein. Guck mal, es ist alles nicht so wirklich gut hier. Es lebt aber noch, deswegen ist auch noch Wasser drin. Ich würde mal sagen, dem können wir noch eine Chance geben. Vielleicht stelle ich das mal hier mit hin. So, ist ein bisschen mehr Licht. Ne? Gut. Das haben wir. Hände waschen. Und dann
Klar, ich eigentlich. So. Gut. Ja, Granny ist auch eingepflanzt und dem Huhn geht es auch gut oder dem Hahn. Was muss ich jetzt noch machen? Oben habe ich sauber gemacht. Und was ist das für ein Auto? Das ist auch so ein Kühe-Auto. Dann warten wir der Dinge, die da kommen werden, ne? Und ich mal versuchen, ob ich das hier noch einmal dran mache. Ich meine, ich hätte noch irgendwo in dem Schrank für dieses Regal Aufhänger gesehen. Lass mich mal eben gucken. Gucken wir mal, dann können wir das auch noch mal anbringen. Hier die ganzen Sachen reingestopft, ne? Gardinen und alles Mögliche. Jetzt komme ich an die Tüte nicht mehr ran. Ich weiß auch nicht mehr, wie das aussieht, ne, sowas. Ich habe ja eine Menge Sachen, aber ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, ich habe nichts hier für das Regal. Ich glaube nicht. Tja. Nee, schade eigentlich. Dann müsste man irgendwas basteln, wenn man das machen wollen würde. Und da müsste ich dann mal gucken und überlegen, wenn ich dann was basteln will. Zwei Trendlein habe ich nur noch, ne? Ja. So, also. Mein Colonia ist auch alle, das muss ich unbedingt neu kaufen. Die haben solche Verschlüsse, also zum so reinstecken, aber ansonsten ist es, glaube ich, gleich. Ich bräuchte davon zwei Stück und ich meine, ich habe nur einen. Lass mal gucken. Und ich glaube, das ist auch nicht zum Reinstecken, das ist doch zum Reinstecken. Guck rein, aber nur. Nee, doch nicht. Das ist was. Doch. Hier, da kann man das Regal reinstecken. Ich habe nur einen, ne? Warum eigentlich? Das ist so ein anderes Ding, aber das könnte das halten. Also wenn ich das auf eine Seite dran mache, dann könnte das auf der anderen. Ich habe nicht noch irgendwas gehabt, sag mal. Den will ich auch rausholen. Für die Tiere. So. Da hinten ist noch ein Eimer eigentlich. Okay. Was ist das? Habe ich nicht irgendwie irgendwas gesucht? Eben in Grau. Mal wieder ausmachen.
Habe ich nicht irgendwas gesucht, was ich jetzt hier eben machen wollte? Im Grau. Um was aufzubauen. Ja, meine Schals, ne? Nee, das sieht ja dumm aus. Für die Schals ist es nicht gut, aber. Einmal habe ich hier schon mal. Den werde ich mal für die Hunde nehmen oder für die Tiere, je nachdem, wer Wasser braucht, dann muss da ein Stein rein. Was ist hier alles drin? Hier sind alles Kabel drin. Steckdosen. Eine Lampe. Riesendinger. Nichts für ein Regal, leider. Nee, das war leider umsonst. Jetzt. Das habe ich schon gesagt, die Badezimmerdinger sind alle hier. Also, das ist das eine, was das hält. Aber ich habe auch die ganzen Dinger nicht dafür. Also, das müsste quasi in die Wand. Aber das ist nicht der richtige. Der kommt, glaube ich, hierfür. Genau, der ist hierfür. Also wenn ich das in die Wand kriege, dann hält es das. Aber nicht das. Der ist nämlich größer und der ist kleiner. Und ich habe hier nichts dafür. Doch, hier ist noch einer. Passt der denn? Nee, der passt auch nicht. Aber durchgebrochen. Alles klar. Ja, das ist der einzige, den ich da habe. Nee, Leute, dann geht das nicht. Mit einem geht das nicht. Leider. Das sind so Wasserhähne. Vielleicht sind die für die Waschmaschine hinten geeignet, wisst ihr? Um das abzudichten oder so. Das werde ich mal meinem Mann zeigen, wenn er wieder da ist. Aber hiermit, das hält ja nicht, ne? Also, das hält nicht. Kann ich nicht mal befestigen hier, weil das nicht passend dafür ist. Schade. Ich kann nur den machen. Und der hält das Regal aber nicht. Wisst ihr? Nee. So sehr ich das auch machen würde, wollen, das funktioniert so nicht. Ich habe alles festgemacht, was ich festmachen konnte. Aber das geht leider so nicht. Ja, war nicht. Ja, kann man nicht machen. Wir haben es versucht. Was kann man damit machen? Kann man irgendwas reintun? Aber was? I don't. Aber den Eimer, den nehme ich für die Hunde zum Wasser reintun erstmal. Oh, schade, das war ein Satz mit X. Nix. Ui, den kann ich mal wegschmeißen hier. Der ist kaputt. Oh. Sich Regalträger holen, so kriege ich das nicht rein und die kosten ja wieder. So. Ja. Und nun ist erstmal fertig wieder. Ja, warten wir auf den Gärtner mit den Hühnern oder was auch immer er jetzt vorhat. Ich bin jetzt mal hier zu denen ins Gehege rein, weil die Armen, die sind ja die ganze Zeit drin. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu den drei. Au! Ich kann aber die nicht rauslassen, weil der Hahn ja im Pool sitzt. So. Oh, guck mal. Oh. Das
Das hat er auch noch nie erlebt, dass ich mit ihm auf der Erde so richtig sitze, ne? Das haben wir auch selten gemacht. Madame hat einen Stein gegessen. Schmeckt's? Na dann, ess mal. Ist das schön? Ja, mein Popo friert hier. Das ist schon ganz schön kalt auf den Fliesen, sagt mal. Ja, ist kalt, ne? Ja. Ich kann ja auf dir drauf sitzen, Pascha. Popo, kalt. Hi, bin wieder da. Hab jetzt mich die ganze Zeit um dieses Huhn gekümmert. Ich habe meinen Mann nochmal den Gärtner anrufen lassen. Der wird jetzt oder hat das Huhn da rausgeholt aus dem Pool und hat es wieder zu seinen Damen gebracht. Er wird wahrscheinlich heute Nacht nicht so viel Theater machen mit denen, weil es ist abends und die sind ja dann auch in der Ruhephase. Hoffen wir mal, dass er die Hühner in Ruhe lässt. Haben wir jetzt in den Stall gemacht. Der Pool ist wieder leer. Und jetzt will ich mal eben gucken, was die Hunde machen. Die habe ich nämlich jetzt rausgelassen. Und ich habe das leider nicht sauber gemacht, jetzt den Pool. Ich hoffe, die gehen da nicht rein. Lass mich mal eben gucken. Die gehen da zwar nicht rein, man sieht das, glaube ich, aber die sind da ordentlich am Schnüffeln, ne? Die wissen genau, dass da ein Huhn drin war. Also die sind, die Nase ist gut. Die gucken die ganze Zeit in den Pool. Obwohl die nicht gesehen haben, dass der da drinne war, ne? Bisher waren meine Hunde ja noch nie im Pool. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil ich habe die nicht sauber gemacht jetzt, den Pool. Ich habe schon Angst, diese scheiß Tür nicht. Ich will die nicht mehr aufmachen, weil ich habe Angst, dass ich nicht wieder zukriege. Seht ihr, ne? Jetzt ist sie da. Er guckt die ganze Zeit in den Pool. Das ist natürlich nicht so gut, weil ich habe echt Angst, dass sie da reinspringen. Das werden sie ja wohl nicht machen, ne? Ja, die wissen genau, dass das Huhn da drin war. Aber es ist ja kein Huhn mehr, das sehen sie ja. Warum sollten sie da reingehen? Sind ja nicht doof. Ich will diese Kacktür nicht aufmachen. Die hakt. Ich krieg die nicht wieder zu. Vorhin habe ich echt einen Schreck gekriegt. Ich habe die nicht wieder zugekriegt, ne? Das war echt knifflig. Na gut, die sind da in der Rinne am Schnüffeln und natürlich jetzt auch richtig froh, dass sie erstmal wieder sich frei bewegen können. Okay. Also ich habe mit dem Gärtner gesprochen. Wir haben uns dazu entschlossen, keine Schafe zu kaufen, sondern Kuzu, also Babyschafe, Lämmer zu kaufen. Mein Mann hat gesagt, er soll zwei kaufen. Ich habe gesagt, das ist zu wenig. Naja, jetzt wird sich das auf jeden Fall bis zum Wochenende hinziehen. Er muss jetzt erstmal gucken und sich nochmal erkundigen. Die Hühner wird er morgen dann wahrscheinlich holen. Heute hat das wieder nicht geschafft, die anderen. Aber das ist alles kein Problem. Also wie gesagt, das kriegen wir schon alles hin, inshallah. Ich koche mir jetzt Nudeln. Ich habe mir hier schon Wasser aufgesetzt und natürlich auch in das Ding rein. Ich mache Nudeln für meine Suppe. Ich will mir nämlich jetzt eine Tomatensuppe machen, vorausgesetzt, ich habe überhaupt noch welche.
Da muss ich auch noch mal gucken, habe ich überhaupt noch Tomatensuppe? Oh mein Gott, wenn nicht, dann ist doof. Ja, ich noch. Okay. Nicht mehr viel. Tatsächlich hatte ich nicht noch eine Sache. Das ist ja nicht mehr so dolle hier drin. Aber es reicht auf jeden Fall. Ja, und genau. Dann haben wir uns sozusagen so ein bisschen abgesprochen, was wir jetzt machen. Auch er möchte unbedingt so eine Tierwelt hier aufbauen mit uns zusammen. Das freut mich, wenn er das hinbekommt und wenn er das macht. Genau. Und jetzt muss ich mal meine Bügel holen, wie stehe dann hin. Und ich habe gesagt, ich möchte das auch. Und mein Mann, kriegen wir das schon hin. jedenfalls holen wir jetzt noch mehr Hühner. Und dann müssen sie sich ein paar Tage in dem Ding drin bleiben, damit sie sich dran gewöhnen. Und ja, inshallah klappt das alles so, wie wir uns das vorstellen. Jetzt ist jedenfalls der Hahn erstmal aus dem Pool wieder raus. Da bin ich richtig froh. Er hat sich nochmal gefüttert, er hat sie gewässert. Wir haben uns auch abgesprochen. Er macht das alles bis Sonntag, weil am Sonntag geht er nochmal die Hühner gucken und geht nochmal Schafe gucken und so. Ist auf jeden Fall bis dahin passt er auf. Er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen zu essen und macht das auch weiterhin. Aber es kann doch mal sein, dass er halt mal keine Zeit hat, weil er arbeiten muss. Dann habe ich gesagt, musst du mir Bescheid sagen. Bis dahin, ich mache nichts, ne? Ich wässer nicht und gebe auch kein Futter, damit man sich das abspricht. Ne? Weil heute wusste ich überhaupt nicht, gibst du nicht, kommst du nicht, das muss ich wissen. Solange die Hühner nicht draußen sind, sind die ja total von uns abhängig. Und deswegen haben wir uns da jetzt abgesprochen, er macht das, ich brauche mir keinen Kopf, man braucht mir keine Sorgen machen. Und dann ist das geklärt und Verantwortung ist sozusagen jetzt bei ihm bis Sonntag und dann gucken wir mal, wie Stand der Dinge dann mit den Tieren ist. Schauen wir mal. Inshallah. So, jetzt jedenfalls werde ich erstmal mir Nudeln kochen und mir diese Tomatensuppe dazu machen. Das ist ja diese Fertigsuppe. Die würde ich dann machen, wenn das fertig ist, die Nudeln, weil ja, oder ich kann es auch hier hinten drauf machen. Genau, ich habe ja hier auch noch eine Flamme, die auf der kleinen Seite funktioniert die ja. Aber der Topf ist so groß, weil der Topf braucht es gar nicht. So. Genau. Nehme ich den Topf jetzt hier. Den kleinen. Ja. Also, er möchte bei der Rasse bleiben. Er möchte zwar auch mischen, andere Hühner auch noch holen. Obwohl wir ja befürchten, dass die sich dann nicht vertragen. Aber wir gucken mal. Erstmal bleiben wir bei der Kampfhundrasse. Mal schauen. So. Alles klar. So. Bisschen Wasser. Und ja, wir haben da eine ganze Zeit jetzt im Garten uns unterhalten und über unsere Pläne spekuliert, was wir so machen wollen. Und scheiße. Ein Glück noch nicht so viel Tomatensuppe, ne? Weil das würde meinem Teppich jetzt nicht so gut gefallen hier. Ich denke, keine Lappe doch. Ja, genau. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir hatten auch noch über ein paar Läden gesprochen hier. Wir wollen ja auch einen Laden eigentlich eröffnen, aber da habe ich dann gesagt, das ist mir jetzt alles zu viel hier. Das muss ich mit meinem Mann klären. Genau. So. Jo, alles gut soweit. Dann würde ich sagen, wir haben es fast für heute. Ich werde nur noch jetzt essen, meine Videos schneiden. Ich habe zum Glück alles drin heute. Ich muss nichts mehr machen. Ich habe alle meine Vlogs reingestellt, da ich ja nirgendwo hingehen konnte und hier ja auch im Haus eine ganze Menge jetzt gemacht habe, habe ich soweit alles erledigt und muss nur noch mein Nachtgebet machen und die drei Vlogs schneiden, die ich jeden Tag mache. Und dann gucke ich mir Gadar weiter an, die Serie. Versuche mal Tee zu trinken heute. Ich habe zwar nicht so wirklich Durst drauf, aber irgendwas würde ich noch trinken wollen. Ja, so war das heute mit dem Huhn. Sehr aufregend alles, muss ich sagen.
Ja, und den Pudding, den muss ich ja auch noch essen von gestern. Da werde ich mir aber keinen Crème Chantilly zu machen. Bei nächster Gelegenheit hole ich mir so einen Mixer und dann gucke ich mal, dann werde ich mir Vanillearoma holen und Stärke, das Mischtasse und so. Und dann mache ich mir den Pudding einfach selber, weil das hat ja keinen Zweck, ne? Vielleicht kaufe ich auch natürliches mal Vanillearoma. Mal gucken, wie viel das hier kostet. Also er sagt auch, ne, hier ist alles drei, viermal so teuer in Alanya. Egal, was du kaufst, ja, alles ist hier teurer. In den anderen türkischen Städten ist es viel günstiger. Und das Schlimme ist ja, die offiziellen Preise, die eigentlich gelten, werden einfach von jedem so in die Höhe gesetzt, wie sie das wollen, ja. Und du als Ausländer musst einfach drauf vertrauen. Oder auch, wenn du kein Ausländer bist, die Einheimischen müssen das auch bezahlen, ja. Aber es bleibt denen ja nichts anderes übrig. Und das ist einfach so ärgerlich, dass das alles so teuer hier ist. Viel teurer als in den anderen Städten der Stadt, des Landes. Ja, naja, hilft alles nichts. Deswegen sagen ja alle, weiß auch jeder. Aber damit muss man auskommen, wenn man hier lebt. Dann muss man das bezahlen. Es ist, wie es ist. Oder du musst es dir von Verwandten, Bekannten überall herbringen lassen. Die Preise für die Tiere, die wir jetzt kaufen sollen, sind hier doppelt so hoch wie in anderen Städten. Ja, wir bezahlen jetzt für hier, für einen Kujun wahrscheinlich, so für einen Schaf, würdest du jetzt hier 7.000, 8.000 Teller bezahlen. Und du bezahlst woanders nur 3.000 Teller. Also es ist die Hälfte, mehr als die Hälfte weniger. Oder nicht die Hälfte, nicht, aber ein ganzes Stück viel weniger, ne? Ja, doch, die Hälfte, natürlich, über die Hälfte weniger. Ja, ich weiß ja jetzt auch nicht die Preise, die er genannt hat, ob das alles so richtig ist, ne? Aber wie gesagt, wir werden da unsere Verwandten auf jeden Fall nochmal fragen und schauen dann mal, wie das Ganze läuft. Seid weiterhin gespannt. Mit den Hühnern haben wir ja jetzt schon mal angefangen. Die haben wir umsonst gekriegt. Aber alles andere müssen wir mal gucken. Ja, das dauert jetzt noch und dann esse ich, wie gesagt, und werde meine Videos schneiden, beten und dann ist Schluss für heute. Es war genug Stress für Wolfsmama heute. Ich hatte ja eben noch mal eine ganze Zeit mit den Hunden da im Gehege gesessen. Habt ihr vielleicht gesehen? Hatte ich aufgenommen, ne? Glaube ich ja. Und genau, die Shorts muss ich noch hochladen. Oh nee, das habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich die gegessen, erstmal esse ich jetzt. Aber das haben die so gefreut, dass ich mich mit denen so hinsetze. Das habe ich tatsächlich noch nicht so, das mache ich nicht so oft, dass ich mit denen, also ich mich auf den Boden setze und dass sie sich so auf mich drauflegen können und so. Ich spiele sonst immer nur mit ihnen oder sitze auf dem Sessel oder so, weil es einfach noch zu kalt ist, ne, auf der Erde zu sitzen. Das fanden die jetzt richtig toll. So, die Suppe ist fertig, die habe ich schon mal ausgemacht und die Nudeln und dann ist gut. Ich habe mir jetzt mal einen Tee gekocht. Das Essen habe ich gegessen. Natürlich auch schon abgewaschen und Nudeln sind übrig geblieben. Genau. Und jetzt mal alles ausmachen. Richtig. Ja, und dann mache ich mir meinen Hagebuttentee wieder und ein Glas Honig. Ein Glas, ja. Ein bisschen Honig. Dafür werde ich mal hier auch ein bisschen, Moment, heiße Wasser mit reinfüllen. Huch. Ich, mein Kopf ist noch bei den Hühnern. Ich sag's euch. Oh, Leute. Honig ist alle. Aber ich hole mir immer noch mal so die letzten Reste hier raus. So. Und dann den Hagebuttentee. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt von dem Essen. Keine Ahnung warum. Das sitzt mir so ein bisschen schwer hier gerade auf dem Magen. Keine Ahnung, aber wird schon weggehen, inshallah. Das kann ich einmal wieder waschen. Und dann mache ich meinen anderen Honig. Mal gucken, ob das reicht. Und hole mir dann nochmal meine Kekse dazu und dann gesagt, muss ich nur noch beten und bin mit dem. Ja, ist viel zu süß, scheiße. Zu viel zu Schee reingemacht, Honig reingemacht. Egal. Genau. Also ich werde jetzt das noch einmal trinken. Guck Gadar gerade. Huch, ihr seht meine Haare. So. Guck gerade Gadasch und werde
dabei meinen Tee genießen. Wahrscheinlich hat es schon zum Gebet gerufen. Ich habe zwar nichts gehört, aber es könnte durchaus sein, dass ich das überhört habe. Hunde, komm, lass uns doch mal nach den Hunden gucken. Was machen die da? Da müssen wir einmal gucken. Lass uns mal zusammen gucken. So, einmal hochziehen hier. Ich sehe keinen Hund. Da. Da sind sie. Wo ist der andere hin? Da hinten auf dem auf dem Ding, weil da sind die Hühner bestimmt am Quaken und das wollte er dann sich mal angucken. Ja, okay, da sind die Hunde. No problem. Alles im grünen Bereich. Okay. Alhamdulillah. Wir sind immer noch mit dem Pool beschäftigt, ne? Also so ganz geheuer ist denen das alles nicht. Da ist ja auch noch die Hühnerkacke und Pipi drin. Naja, gut. Okay. Und meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich bin, wie gesagt, richtig groggy von der ganzen Hühneraufregung heute. Ich werde jetzt nur noch mal meine Kekse holen. Schokolade habe ich vorhin gegessen. Ne? Oh, ich habe auch richtig viel gegessen. Das reicht heute. Ein paar Kekse noch. Den Pudding esse ich vielleicht nachher noch. Eigentlich wollte ich den jetzt essen, aber das passt mit dem Tee nicht so richtig. Verabschiede mich ganz herzlich von euch. Morgen ist Dienstag, inshallah. Und ich habe vor, morgen zum Bazar zu gehen. Ich möchte einmal mein Kopftuch zurückgeben. Dieses Weinrote, was ich doppelt gekauft hatte gestern. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen bummeln, uns die Beine vertreten. Wir waren jetzt 2 Tage nicht unten. Das ist ein bisschen jetzt wieder nötig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Und betet für mich, dass die Hühner gut schlafen, dass sie sich nicht kloppen und dass alles gut geht. Inshallah. Tschüss.